Hallo zusammen. Wer mich kennt, weiß, dass ich auf alte Sachen stehe, auf Vintage-Sachen, Sachen aus vergangenen Zeiten. Kürzlich habe ich mir ein altes Zigarettenetui gekauft, so ein Jugendstil silbernes Zigarettenetui. Ich finde, es hat Style, es ist gentlemanlike, es gefällt mir. Das habe ich übrigens aus einem Adelsnachlass mit Herkunftsnachweis. Ob stimmt, weiß ich nicht. So sahen die Dinger früher aus. Da hat man seine Zigaretten transportiert. Das war einfach eleganter als eine Pappschachtel. Habe ich mir danach gedacht, was passt zu so einem Zigarettenetui? Natürlich eine Zigarettenspitze. War in den 20er, 30er Jahren weit verbreitet. Nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Habe also durchgeschaut, habe auch etliche gefunden aus Bernstein, Sterlingssilber und so weiter. Und wie ich diese Zigarettenspitzen in eBay durchgesucht habe, ist mir was ins Auge gesprungen. Das war auch bei Zigarettenspitzen eingestellt. Vor ein paar Jahren habe ich das mal angeregt oder gefragt, ob es sowas gibt. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an die Zigarettenpfeife. Die ist mir aufgefallen, als ich mir ein Video von Wallenstein, dem Pfeifenmacher, angeschaut habe. Der hat immer so eine kleine Pfeife mit einer Zigarette drin im Mund gehabt beim Arbeiten. Das hat mir imponiert. Ich habe da damals mal hingeschrieben zu den Fabrikanten der Massenanfertigung von Wallensteinpfeifen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, die praktisch industriell herstellen nach der Vorlage von dem Wallenstein. Die haben auch geantwortet, ja, sie greifen das auf und sie wollen da irgendeine Serie herstellen und sie informieren mich. Ich habe nie wieder was gehört, ich habe auch nicht mehr nachgehakt. Aber kurze Rede, langer Sinn. Bei Zigarettenspitzen war dieses Teil eingestellt. Ein marmoriertes, blendet ein bisschen marmoriertes Acrylmundstück gemasert. Vorne ist eine Meerschaumspitze mit zwei Delfinen und das Ganze, ja, das Licht ist zu grell, ist hier sieht man es, eine richtige Zigarettenpfeife oder ein Zigarettenmundstück. Ich habe es noch nicht geraucht, lässt sich aber gut halten. So für den schnellen Genuss. Ihr wisst ja, filterlose Zigaretten sind auch mein Faible. Da puffe ich ab und zu mal eine. Und ich werde das jetzt gleich mal ausprobieren. Also eine Live-Test. Lasse ich mir mal eine Players Virginia Nummer 6 ohne Filter schmecken. Passt einwandfrei, die Passung, Standardmaß. Kennt ihr das Geräusch? Das ist ein DuPont-Feuerzeug. Das ist vielleicht mein Thema für ein anderes Video. Es macht genauso ein typisches Geräusch, wie wenn man Zippo aufmacht, halt anders. Und? Funktioniert super. Der Rauch steigt nicht in die Augen, steigt nach oben. Ihr wisst ja, beim Arbeiten mit der Zigarette im Mund bekommt man leicht mehr Rauch in die Augen. Das passiert hier nicht. Also, 6,95 habe ich übrigens dafür gezahlt. Neu, ungeraucht. Weiß nicht, ob sowas öfters drin ist. Ich habe nicht mehr geschaut. Was jetzt noch des Öfteren bei eBay angeboten wird unter Zigarettenspitzen, sind hölzerne Pfeifen, kleine Zigarettenpfeifen mit einem Acrylmundstück aus der Tschechoslowakei. Die kosten 6,90 €. Also, wer sich sowas kaufen will, schaut mal bei eBay unter Zigarettenspitzen. Da findet ihr sowas. Für den schnellen Genuss. Wenn die Pfeife mal zu lange dauert, das ist eine tolle Sache. Die freut mich jetzt. Die wird öfters zum Einsatz kommen bei mir. Beim Malen oder beim Arbeiten. Das ist eine praktische Sache. Man kann auch die Zigarette fast zu Ende rauchen. Man hält sie nicht in die Finger und die Finger riechen nicht nach Nikotin.
Das ist noch zum Positiven an der Sache. Gut, das soll es gewesen sein. Schönes Restwochenende wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.